Willkommen bei Eschbacher. Ja, guten Abend miteinander. Herzlich willkommen daheim hier im Studio. Eine richtig schöne Sonntagabendstimmung herrscht hier da. Meine Damen und Herren, Die Woche ist schon wieder vorbei und der Montagmorgen steht vor der Tür. Das heisst, man muss wieder an die Bütze. Und darum schätzen wir es ganz besonders, dass ihr noch einen Moment mit uns möchtet verweilen. Und apropos Arbeiten, so richtig Spass macht ja die Bütze nur dann, wenn man so mit Liebe und Seele mit dabei ist, mit Überzeugung, jeweils am Morgen weggeht. Das ist nicht immer so einfach für alle. Aber genau solche Lebenserfahrungen erzählen bei uns die folgenden Gäste. Er steht mit seiner Band «Die Prinzen» seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Aber der Suizid von seiner geliebten Frau hat sein Leben 15 Jahre lang zu Hunger Opsi gebracht. Heute hat er mit seinem Schicksal Frieden geschlossen. Und wer kennt ihn nicht? Der Trompeter Sigi, der bei jedem grossen Sportanlass zur Attacke blaset, die Fans so richtig anheizt und damit auch weitgehend in Amerika und bei uns in der Schweiz zum Kult geworden ist. Und die beiden Bäuerinnen sind zwei gute Seelen vom Urner Haushaltsservice. Sie helfen auf den Höfen anpacken, wo Not am Mann oder eben Not an der Frau ist und schauen auch dementsprechend zum Rechten. Ja, und bei meinen ersten beiden Gästen, meine Damen und Herren, werden ein paar in den Heimen ein bisschen zum Staunen kommen. Das kann ich fast garantieren. Also unbestritten ist die Tatsache, dass sie mit vollem Körpereinsatz an die Arbeit gehen, dass sie mit Leib und Seele dabei sind, aber dass sie etwas machen, was man vielleicht so überhaupt nicht kennt. Und sie machen das nicht auf einer Bühne, sondern in der Regel in der freien Landschaft und führen bei ein paar Fußgängern, die sie mit langsamen Spargamenter sehen, irgendwo im Feld stehen, zu Irritationen und bei anderen zu Begeisterung und Faszination. Aber jetzt frage ich mich, was genau machen sie denn? Also, sie tanzen im Schneckentempo. Wie das geht, das sehen wir am besten jetzt gerade. Und ich darf ganz herzlich willkommen heißen Susanne und Christoph. Hallo Susanne. Hallo Christoph, freut mich sehr. Tanz, das ist für die meisten Leute Tempo, das ist Rhythmus, das sind schnelle Bewegungen. Und die machen genau das Konträre. Wie seid ihr auf das gekommen? Es ist so, dass ich eigentlich schneller tanzt am Anfang, in New York Modern Dance studiert. Und plötzlich habe ich so eine Tanzvorstellung gesehen, wo zwei japanische Buto-Tänzer
als Zeitlupe getanzt, weil ich hin und weg war. Und so wollte ich das lernen. Dir tanzen das, was dir macht, oftmals nicht auf einer Bühne, sondern in der freien Natur, vor uns. Wie reagieren da die Leute, wenn plötzlich zwei Menschen in der Landschaft stehen und so komische Bewegungen machen? Ja, das gibt natürlich eine Irritation. Und gleichzeitig merkt man, dass man ein Element ist von der Natur selber. Also die Natur hat ja viel Langsamkeit in sich, einen Fluss, der dahin geht. Und die einen merken, dass man in Verbindung ist, andere merken das vielleicht nicht so direkt. Und dann irritiert es halt. Und es ist ja gut, wenn es Fragen aufwirft, oder? Ja, natürlich braucht es Mut, aber sich in dem Sinne so auszustellen. Gut, meistens, wenn wir in der Natur sind, geht es eigentlich nicht um das. Dann sind wir einfach am Erforschen. Und je nach Ort, wo wir sind, je nach Landschaft, hat es halt einen Menschen oder verschiedene Menschen. Dann geht es in erster Linie darum, eben auf die Frequenzen von der Natur zu kommen. Wieder mal einen Baum wirklich wahrzunehmen, wie er lebt, oder eine Blume. Oder jetzt in Island, wo wir eben jetzt die letzten 5 Sommer können sein, die unglaubliche Kräfte dort zu spüren mit der Langsamkeit. Also 5 Jahre und 5 Sommer seid ihr jeweils während ein paar Wochen in Island gewesen, aber ihr habt getanzt auf dem Aletschgletscher in der Ferena-Bucht, irgendwo sonst auch in der Landschaft. Wieso ist jetzt Island so etwas Wichtiges, dass ihr 5-mal dorthin seid? Ja, wir finden natürlich schon eine Landschaft, die wir jetzt hier in der Schweiz gerade nicht vor den Haustieren haben. Und Eis reizt hier die Landschaften, wenn es karstig ist oder das vulkanisch ist. Es brodelt und geisieren. Oder ein bisschen das Tieflische und Eis euch darin zu begeben und eigentlich auch die Frage zu stellen, ja, was bin ich als Mensch in so einer Landschaft? Es könnte aber jetzt auch in einer Weste sein oder an einem Fluss. Oder es muss eben gar nichts Spezielles sein. Jetzt kann man sagen, ist das eine Art Lebenstanz, eine Selbsterfahrung, die ihr da mit eurer Kunst betreibt? Ja, sicher. Also das merkt man vor allem auch, wenn wir es nachher unterrichten. Seit vielen Jahren geben wir Workshops oder sogar regelmäßige Kurse. Da kommen die Leute eine Woche am Abend langsam tanzen. Also wir selber haben es erlebt, was das für eine Wirkung hat auf einem, eben auf seine Seele, auf den Körper, auf den Leib, wenn man plötzlich runterfährt und alles so bewusst wahrnehmen kann. Und wenn man das dann bei den anderen Leuten sieht, dann kann man echt nachher sagen, jeder Mensch kann schön tanzen. Mhm. Ich habe gerade gedacht, Tänzer, die brauchen eine Bühne, die wollen ein Publikum, dir nicht. Also rein aus pekuniären Gründen ist das ja noch schwierig, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, oder? Ja, natürlich. Das ist in jeder Kunst so, denke ich. Dass man nicht einfach gerade den grossen Fluss zu einem kommt. In dem Sinn sind wir auch ein Stück weit speziell. Und das ist vielleicht auch nicht Mainstream, ja. Da sind wir uns auch bewusst. Aber also für mich als Künstler ist wichtig, dass ich authentisch bin und auch die Kunst mache, die ich einfach machen muss. Das waren Lehrer ursprünglich? Ja, früher habe ich Schule gehabt. Jetzt bin ich immer noch Lehrer. Ich tue einfach eine andere Materie vermitteln, auch vorzugsweise auch an Erwachsenen. Und ich bin eigentlich immer noch in dem Sinne ein Pädagoge. Ja. Wenn Schülerinnen oder Schüler. Wahrscheinlich sind es meistens Frauen, oder? Wo kommen? Nein, es hat so immer mehr Männer. Ja. Brauchen die also einen ersten Anstoß, dass sie es wagen, so langsam mit ihrem Körper umzugehen? Meistens sind sie erstaunt, wie einfach unsere sogenannten Skills, sagen wir eben. Wir sagen nicht gerne Übungen, weil es kommt ja direkt aus dem Leben. Wir sagen zum Beispiel, lauf mal in 20 Minuten von einer Wand zur anderen in einem Studio. Oder du mal etwas auflesen in einer halben Stunde. Oder geh mal langsam am Boden in einer Viertelstunde. Und dann fragen wir eigentlich nach etwas sehr Einfachem. Und dann sind die Leute überrascht, so könnte man das eigentlich auch machen. Jetzt kann man sagen, das hat ja nicht mehr mit klassisch Tanzen zu tun, oder? Nein, wirklich nicht mehr. Es entwaffnet irgendwo den Kopf. Und ich glaube, da liegt auch die grosse Chance, weil wir nicht mehr an einer Technik gebunden sind. Wir sind frei und wir gehen uns in die Langsamkeit rein. Und das Einzige, was der neue Querung kommen kann, ist wirklich immer wieder die Kontrolle. Ist das gut? Ist das richtig? Und wenn man das kann, wirklich weglegen, ablegen, aufhängen an der Garderobe, nachher gibt das so eine schöne Freiheit. Und gerade für die Männer.
Hat das auch etwas mit unserer heutigen Zeit zu tun? Ist es wie ein Gegenprogramm, um noch schnell aufs Facebook, noch schnell ein Mail zu schicken, noch schnell an einen Ort herzuspringen? Ja, also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, mache ich das 20 Jahre und kann zuschauen, wie sich die Menschen, die kommen, das lernen oder entdecken, sich verändern, würde ich sagen, wir werden einfach effizienter. Weil häufig in der Schnelligkeit. In der Langsamkeit wird man effizienter. Das nehme ich mir wirklich als Leitspruch mit. Ja, weil man merkt ja viel Unnötiges, das man einfach macht im Alltag. Ihr tanzt nicht nur zusammen, ihr seid auch ein Liebespaar. Ist das auch ein Liebestanz, der da stattfindet? Immer wieder. Ja, kann ich auch sagen. Hoffentlich. Aber wenn man jetzt wirklich Zeit miteinander verbringt, so nach beieinander ist, auch in dem Sinn im Alltag körperlich nach, wo kommt man da selber an Grenzen im Zusammenleben? Also, ich würde sagen, es braucht einfach ein gutes Timing miteinander, dass man fühlt, wenn jeder wieder mehr Zeit und mehr Raum für sich selber braucht. Aber die Begegnung mit dem Christoph ist einfach so, wie wenn man jemanden trifft, wo man merkt, man redet die gleiche Sprache. Und so ist das Zusammensein eigentlich nichts Schwieriges. Gibt es denn auch gewisse Momente, wo dir, wir haben vorhin von der Kunst geredet, dass man da auch muss, vielleicht ein bisschen zurückstecken materiell, Momente, wo man Existenzangst bekommt. Geht das noch? Können wir davon leben? Oder müssen wir am Schluss doch wieder säckeln? Ja, natürlich gibt es das auch. Das ist sicher auch ein Effekt, aber es ist, soll nicht dominant bleiben oder werden. Sondern sonst ist Kunst machen, wird streng. Also da ist der Anspruch von beiden Seiten. Man möchte etwas Perfektes machen und hat Angst, dass man damit seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann. Verunmöglicht eigentlich das andere. Wenn ich jetzt zu euch komme, zum Beispiel, so die erste Übung, also die Verabschiedung jetzt von euch aus meiner Sendung, wie viel Zeit müsst ihr einrechnen? Wir können ja Minuten machen. Eine Minute? Ja, ist das zu viel? Okay, also jetzt probieren wir das. Ja. Soll ich dann einfach mit euch Bewegung machen oder wie ist das am besten? Wir könnten eine Minute lang jeder das Glas, das hier auf uns wartet, probieren zu nehmen. Ich eigentlich wollte euch für den Schluss umarmen. Aha, okay. Könnte man auch, ja. Auf jeden Fall. Man kann alles, was im Leben existiert, langsam machen, außer blinzeln und schlucken. Es kann also, sehr viele Zeit langsam bringen. Wollen wir loslassen? Ja, können wir. Meine Damen und Herren, es dauert jetzt Stunden. Eine intensive, achtsame Verabschiedung. Ich tue einfach mit euch zusammen das machen. Jetzt. Das ist jetzt aber schnell gegangen. So, Sie sind ziemlich startbereit. Ha? Man muss sich extrem zusammennehmen. Danke vielmals. Danke, Susanne. Vielen Dank, Christoph. Alles Gute. Danke schön. Es ist eine sehr gute Übung, meine Damen und Herren. Kann ich dir nur empfehlen. Aber es braucht wirklich so. Man muss geerdet sein. Das gilt wahrscheinlich auch für meine nächsten beiden Gäste. In einem Bauernhof gibt es immer wieder Momente, wenn alle müssen anpacken und plötzlich jemand vielleicht nicht so gut zu Weg ist, das Kind auf die Welt gekommen ist oder vielleicht der Ätti im Stöckli nicht mehr kommissionieren kann, wo man Hilfe braucht, Hilfe von außen, wo zum Rechten schaut, kommt kann glätten, kann bügeln oder alles, was sonst in der Haushalt noch nötig ist, kann machen.
der anderen Seite gibt es ganz viele Bauernfrauen, die eigentlich eine Abwechslung suchen. Und hauptsächlich auch vielleicht ein bisschen Zusatzverdienst. Und genau an diesem Punkt ist der Urner Haushaltsservice eingesprungen. Sie vermitteln nämlich seit über 10 Jahren Bäuerinnen, die bereit sind, an anderen Orten zu arbeiten. Und das ist ein riesiger Erfolg. Und zwei von diesen guten Seelen haben wir jetzt hier bei uns Gast. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, nämlich Christine und Margrit. Herzlich willkommen. Herzlichen guten Abend, Frau Gasser, freut mich sehr. Guten Abend. Und Frau Marti, guten Abend. Frau Marti, ihr seid schon seit eigentlich fast Anfang, seit 10 Jahren bei diesem Urner-Service. Ja. Was hat euch damals bewogen, so einen Job anzunehmen? Ich bin geschieden worden und musste einen Job haben. Ich musste ein bisschen Geld verdienen und habe eine Nachtwache gemacht in einem Altersheim. Vier, fünf Nächte. Vier, fünf Nächte pro Woche? Pro Monat. Ah, gut. Und das ist so 30% Job. Und habe dann mal einfach gefragt, wie wäre das, wenn ich jetzt so zu euch käme, vielleicht an einem Nachmittag ein bisschen arbeiten. Und das ist wunderbar, ja. Jetzt arbeitet ihr mit, oder lebt mit eurem Partner zusammen auf einem Hof, helft ihr mit, geht Nachtwache machen, geht in den Haushaltsservice arbeiten. Wie viele Stunden hat ihr euren Tag? Ja, das mag ein Haufen rein. Das mag ein Haufen rein, der also, hingere letzt. Also das ist inzwischen ist es 100% einfach, denke ich mir, mit der Nacht zusammen. Aber das, wir sind ein bisschen tipptopp. Man kann ein bisschen flexibel sein, man kann wirklich ein bisschen schlafen am Morgen und verschiebt halt die Termine ein bisschen von Nachmittag. Also das seid ihr da frei. Genau. Das seid seit 2 Jahren dabei. Hat ursprünglich Bauern aber das Bauern aufgegeben? Warum? Nein, wir haben eigentlich nicht Bauern. Wir haben, ich habe nur von daheim müssen. Ich habe eigentlich einen Mann geheiratet, der nur zur Alp geht im Sommer. Und im Winter arbeitet er auf dem Bau. Also, ihr geht aber immer noch zur Alp? Wir gehen auf die Alp, ja. Wie lange pro Jahr? Also, ja, das gibt es so 3,5-4 Monate. 3,5-4 Monate? Ja. Und davor habe ich schon Glück gehabt, habe ich in so einer Heimwerkstatt arbeiten vom Militär. Und das ist nachher alles zugegangen, in 14. Ja. Und ihr habt das Geld gebraucht, dass es einigermassen über die Runde gegangen ist. Ja, und euch, ich kann nicht einfach nichts machen. Okay. Sonst geht ein Deckel auf den Kopf. Ja, und ich bin froh, dass ich da wirklich konnte. Bei diesen Bäuerinnen arbeiten. Jetzt kommt ihr so in verschiedene Umgebungen, die ihr nicht kennt. Heute Morgen, was habt ihr heute gemacht? Also, heute Morgen habe ich, bin ich auch bei einer Frau gewesen, und da hat sie gesagt, sie würde gerne in der Küche ein bisschen gründlich putzen. Und sie hat wirklich, sie hat mir das letzte gesagt, sie danke. Sie sind so froh, dass die Küche in Ordnung sei. Also man bekommt auch viel Feedback. Ja, sehr. Bei euch auch? Ja, sehr viel. Was sind denn so die wichtigsten Arbeiten, die ihr jetzt macht? Ja, also das ist so, man geht posten für die Führer. Vielleicht das alte Frau, weil ich die Ware nicht mehr heimtragen kann. Ich gehe immer zwei Kinder aufnehmen und bringe die in die Kita, weil an dieser Familie ist die Frau gestorben, ganz früh. Und der Vater muss arbeiten. Und dann ist viel Kochen, Gärtnern. Man kommt den Leuten. Ich weiß nicht, was man eigentlich alles, was nötig macht, ist, das packt ihr an. Ja. Man kommt den Leuten auch näher. Ja, sicher. Nachher hat man richtige Beziehung zu denen, oder? Es ist manchmal auch traurig, wenn man spürt, ältere Leute geben Kräfte immer mehr nach. Zum Teil schon, ja. Macht es einmal traurig, wenn sie sagen, ich war schon so lange nie mehr draussen. Mir fehlt die Sonne, oder? Ich muss sagen, ja. Macht man auch zwischendurch ein Jässli? Ja, mal doch. Oder sonst ein Spiel. Ja. Und ich staune hier.
dass die Frau wirklich die hat, die ist besser als ich, die hat das bessere Gedächtnis. Wenn man als Bauernfrau so eine Arbeit machen kann und auch recht bezahlt wird, und das ist bei euch der Fall, gibt es einmal ein gewisses Selbstwertgefühl, das vielleicht nicht so selbstverständlich war früher? Ja, doch, das ist eigentlich schon. Ihr habt ja beide nicht eine Lehre machen können. Ihr musstet gerade müssen, anfangen zu arbeiten. Ja, es ist einfach so gewesen, oder? Aber mir bringt es auch viel Wertschätzung. Kommt von diesen Leuten, wirklich. Und sie drücken das auch aus? Ja, sie drücken das aus, wirklich. Mehr als euer Mann daheim? Ja. Was habt ihr kürzlich Tolles gehört von jemandem? Ja, zum Beispiel habe ich geleitet bei einem alten Herr und dann ist er durch Das ist ja mit den Krücken durch den Gang 4 gekommen und hat er schon gesungen, Margritli, ich liebe dich. Margritli, ich liebe dich. Sehr schön. Ich hoffe, der Mann hört zu, dann merkt das vielleicht auch noch etwas, wenn er wieder heimkommt. Wie viele Frauen arbeiten in diesem Service? Also, wir sind jetzt 75. 75 Frauen? Und das sind rund 16 Vollzeitstellen. Ja, das ist ein recht kleines Unternehmen für eine Kantonüri eigentlich. Ja, wir zahlen alle unsere Steuern und sind versichert und ist AHV wird gezahlt und alles ist wunderbar. Also eine ganz tolle Geschichte. Also, ihr macht auch Caterings, habe ich gehört. Also Thomas, vielleicht Christine. Ja, das ist einfach ein Apero. Man geht heim und kochen, man Geburtstag. Weihnachten, Neujahr. Also für alles kann man euch bestellen. Ja. Die büchsen zwischen aus ins Tessin, habe ich gehört. Ja, das ist nur ein einzelner Fall. Aber wir hatten schon Anfragen von Zürich und Umgebung, wo wir Zellen Häuser putzen. Und da mussten wir doch sagen, nein. Entschuldigung, das ist jetzt doch zu weit. Zu weit weg, ja. Aber das Tessin ist zwischen ihnen ein Einsatz. Ich weiß nicht mehr, ob es nicht mehr sei, aber es war ein Ferienhaus, wo wir eigentlich jetzt immer Verjährungsputzen gemacht haben. Also nicht ich persönlich, aber die sind einfach dort unten, die gerade übernachtet eine Nacht und haben das Haus vorne bis oben geputzt und sind wieder heim. Und das hat dann noch gerade ein halbes Tag Zeit gegeben, ja, also das haben wir ja nicht so gemütlich genommen und vielleicht noch einen halben Tag dran gehängt. Ja. Im Sinne von der Abwechslung. Ja, genau. Wenn ihr jetzt auf die Alp geht, ist es dann einfach wieder einsteigen in den Job? Oder wird das dann kompliziert? Das könnte man ja bei einer anderen Arbeit nicht. Das könnte man nicht, nein. Doch, ich habe viel, dass ich wieder die gleichen Leute habe. Und die einfach jemand anders den Sommer übernimmt und ich kann es im Herbst wieder haben. Ja. Das ist natürlich schön. Was gibt euch die Alp, die 4 Monate? Das ist ja streng. Schon viel. Nein, ich bin schon. Sicher? Was erlebt man denn? Ja, einfach mit den Kühen, mit der Natur. Und ja, ich liebe das. Auch wenn es nicht die eigenen Kühe sind? Ja, ich habe die Kühe. Ja. Nein, es ist gleich. Ja. Sind die gleichen. Im Moment sind es die gleichen eisere Kühe. Tut ihr auch Käse? Mit den Käse, ja. Ja. Und dann ist man nach 4 Monaten froh, wenn man wieder zurück kann und es ein bisschen einfacher hat im Unterland. Ja, wenn es noch genug Futter hat für die Kühe, genug Gras, würde ich noch gerne länger bleiben. Aber genau. Je nachdem muss man flexibel sein. Also ich sehe, das macht echt Spass, die Arbeit. Ja. Oder? Das ist nicht nur eine Interpretation von mir. Und in diesem Sinn helfen das vielen Leuten. Die vielleicht wegen euch nicht ins Altersheim müssen. Ja, aber nicht so gleich, ja, sicher. Also. Sagt der Spitex, das ist Konkurrenz, wollen wir nicht? Man hätte das eigentlich schon müssen abklären müssen. Weil früher hat das die Spitex eigentlich gemacht, putzt und gemacht. Und dann haben wir jetzt von dem her schon ein bisschen Arbeit weggenommen. Aber ich denke, sie auf der pflegerischen Seite, das dürfen wir einfach völlig nicht. Also, das ist doch das eine gute Arbeit. Bleibt ihnen eigentlich keine Arbeit zu kommen. Ja. Also, wann müsst ihr morgen antreten? Am 8. Am 8. Das geht noch. Das in der Nähe? Ja. Putzen, kochen? Putzen morgen. Putzen. Und das stinkt einem nie. Mir stinkt das Putzen. Wahnsinnig. Ich putze gerne. Die putzen gerne? Ja.
Schade, dass ich nicht im Urner lande. Nein! Danke vielmals, die Dame. Alles Gute, merci für den Zuhören. Alles Gute, Frau Galtradio, Frau Marti. Ja, meine Damen und Herren, mein erster Gast kann wirklich sagen, wer kennt ihn nicht? Der Mann mit der Trompete, der immer die Attacke ruft, dann, wenn vielleicht die Nationalmannschaft von unseren Schüttlern ein bisschen lahmt auf dem Rasen. Er ist sicher bei jedem Match dabei und sorgt dafür, dass das Publikum noch so richtig aufgeweckt wird mit seinen Trompetenstössen. Aber wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer ist der Mann? Was macht er sonst? Genau das interessiert uns. Nämlich zu wissen, wenn er mal nicht uns allen den Marsch blaset und mit der Fan, in der Fanmail mit der Bemalung dasteht, was macht er sonst? Herzlich willkommen, Sigi Michel. Sigi, herzlich willkommen. Wunderbar. Nimm Platz. Die Trompete die begleitet dich ja rund um die Welt, oder? Ja, kann man sagen. Du bist 40 Jahre alt. Und man hat das Gefühl, du bist immer ein Energiebündel, voller Lebensfreude. Woher kommt das? Ja, das ist einfach, das habe ich schon in der Schule immer gemacht. Wenn die anderen ruhig sind, bin ich ans Klavier an und habe gespielt. Oder habe einen Ball über den Haus gerührt. Oder ich konnte ruhig hocken. Aber wenn ich daheim bin, bin ich ruhig. Ist wahr? Ja. Gut. Aber eigentlich ist es ja nicht so selbstverständlich, dass du mit so viel Lebensfreude durch den Alltag gehst. Kindheit ist bei dir nicht ganz einfach. Das war so schön, ja. Ja, ich bin ein Pflegekind, also Kind der Landstraße. Wir haben es weggenommen von der Mutter. Und dann bin ich in ein Heim gekommen, dann zu einer... Also das war zu einer Zeit, in der Pro Juventud den Müttern die Kinder weggenommen hat und sie irgendwo versorgt. Ja, genau so war es. Ja. Wenn es keinen Mann gab, keinen Vater angehend, und dann hat man es weggenommen. Mhm. Und dann bin ich in ein Heim gekommen, dann bin ich zu einer Familie gekommen, auf Solothurn, und die haben mich auch wieder ausgesetzt. Dann bin ich wieder in ein Heim gekommen, dann bin ich zu Pflegeeltern gekommen, auf Nettstuhl, auf Glarus, und von dort aus dann auf Schaffhausen. Und wie hast du die Zeit bei den Pflegeeltern im Gedächtnis? Ja, ich kann es nicht sagen, die Sendung, sonst hört es mir wieder ein bisschen so. Ich habe ein bisschen die Pflegemutter, die erste, die zweite. Also man muss so sagen, sie ist eigentlich immer lieb, aber immer Ende Monat ist auf den Hund los und hat den Hund geschlagen. Und dann bin ich auf den Hund hochgelegen, der hat mir so weht und dann hat sie mich natürlich verwünscht mit dem Sockel. Oder? Und dann immer Angst gehabt, Ende Monat immer. Mhm. Aber da kann ich immer reden über das, sonst hört es mir ein bisschen. In der Schule ist Musik, du hast es schon angedeutet, ganz etwas Wichtiges gewesen. Was war das erste Instrument, das du gespielt hast? Klärung. Mhm. Die Jungwach, Klärung. Das ist wie Trompete, aber einfach ohne Ventil. Ohne Ventil. Mhm. Ja. Und wie manches Instrument ist es heute, das du spielst? Also ich habe die Heimat, ich habe erzählt, 160. Wie bitte? 160. 160 Trompeten oder nein, unterschiedliche sind, Instrumente? Nein, Fuchsschwanz singen ich sage. Also ich spiele auf dem Fuchsschwanz noch. Dann Glockenspiel, Mundharmonika, Flöten verschiedene. Und, alles von Mandoline, Gitarre, Geige, Xylophon, spiele Circus Renz. Und das tönt auch? Ich spiele einfach auf allen Melodien. Auf allen Melodien? Ja, ja. Also, da hat es so ein Instrument. Was ist das da hier? Das ist eine Flöte, oder? Normal. Ja, also nein, eine Gießkanne. Ja, ich habe da immer ein bisschen als Gag, mache ein bisschen Wasser rein und dann zuerst ein bisschen gespritzt. Mhm. Und da mache ich eben eine Show mit einem Kabarettist zusammen. Mhm. Also stündige Show, Hochzeiten und so, Okay. Ja. Und das ist ein Teil davon? Und das ist auch ein Teil. Nur habe ich dann einen Tisch aufgestellt, weil da habe ich drei Instrumente, die ich mit dem noch mache. Mhm. Und anfangen, sagt der Kollege, er hat heute mit den Zehenproblemen. Jetzt müsst ihr schauen, wie er spielt, und dann fange ich an. Du hast vorhin gepfiffen, du machst auch Vögel nachher, oder wie? Ja, genau? Ich habe ja etwa 20 Vögel daheim, so Pflegevögel, die eingesperrt sind oder die ich holen musste. In Altersheim oder wo die Polizei bringt mir mal einen. Und dann kann ich eigentlich jeden Vogel nachmachen. Ah ja? Ja, ja. Möchten wir hören? Mindestens also einen oder den anderen? Wenn ich komme, macht er... Schön.
Bevor wir zu den Tierchen kommen, bleiben wir noch ein bisschen bei den Instrumenten. Das ist eine Art Teekanne. Ja, genau. Ja. Ist die auch umgebaut worden von dir? Ich schlafe ja wenig, ich schlafe 4 Stunden. Mehr kann ich nicht schlafen. Effektiv. Und dann bin ich in der Schüre aus und mache einfach wieder mal so ein lustiges Instrument. Und wie tönt die? Das ist das ganz neu, mit dem habe ich noch nie gespielt. Nein. Hören wir doch, wie das tönt, wenn du zum ersten Mal auf Ehre spielst. Das tönt halt ein bisschen wie ein Spritzkanne. Sehr schön. Ja, wenn wir schon bei der Instrumentenparade sind, Löffel du auch? Ja, da gebe ich Kurs im Lechtal, den ersten Monat. Da mache ich schon 5 Jahre. Und da verdiene ich nichts. Da habe ich einfach 3 Tage ein Hotel gratis mit der Freundin zusammen. Schön. Und da habe ich immer und so. Und was kann man dort lernen? Ja, wie man es mal hebt. So. Einfach so heben. Meine Pistole so rein. Ja. Dann das so kann mit dem Daumen drauf. Ja. Und dann, aber dann umkehren, gell? Aha. Das kann super löffeln. Ja, ist gut. Und dann, jetzt? Dann sage ich einfach die Hand ruhig, lasse ich so, eben dann mal nur so machen. Bei der... Die Hand ruhig. Halt. Nein, aber nicht die Hand, die da oben ruhig. So gut, ja? Ja, das kann ich noch. Und dann ein bisschen schneller. Und dann ein bisschen. Ja, oh. Sehr schön. Kennen tut man dich ja nicht als Instrumentenspezialist, sondern als einer, der immer an den Schuttmatchen ist. Wann hat die Liebe zum Fußball angefangen bei dir? Also ich muss sagen, da kennen wir mit dem Ballmann Bickel noch schutten, denn der Fehlerfertig, das war noch nicht mehr. Da bin ich ein Bub, das war ein Platz einweg, das Flurlingen. Mhm. Das war gegen FC Schaffhausen Freundschaftsspiel und von dort weg hat's mit Pack. Und seit 45 Jahren bist du eigentlich nonstop an den grossen Spielen der Nazi-Mannschaft, oder? Ja, Mexiko. Im 70 war ich das erste Mal. Da war ich mit dem Pflegevater drin. Mexiko. Und dann das zweite Mal in Mexiko habe ich ausgelassen, in den 80er Jahren. Ausgelassen? Ja, also die Schweiz war ja nie qualifiziert, oder? Da bin ich, und bei den Schweizer bin ich eigentlich alle Ausscheidung gespielt. Das ist also höchst selten, mal, wenn ich im Fernsehen auftritt habe, dass ich nicht gehen kann. Also das heisst, du bist wirklich so ein wichtiger Unterstützungsfaktor von der Mannschaft und von den Fans. Wird das auch respektiert? Zahlt die FIFA dir auch zwischen? Nein, die sind ja schon gut im Zahlen. Ja, aber da meine ich viel. Nein, ich habe es eigentlich immer selber gezahlt. Aber ich habe, vor ein paar Jahren hat es einen Sponsor gegeben, der gesagt hat, wenn du hier ein Hotelding anlässt und hier ein Baugeschäft, dann geben wir dir 1'000 Franken. Gerade Brasilien. Mhm. Und da habe ich 2'000 Franken bekommen. Das hat 8'000 gekostet alles. Aber ja, es war immer noch ein Verlustgeschäft. Ja, ich habe von meiner aus auf Brasilien müssen. Und dann, ja, aber die umeinanderreisen. Die Flüge waren halt teuer und alles. Dein Lieblingsclub ist aber kein Schweizer Club. Jetzt habe ich nicht verstanden. Dein Lieblings-Schutti-Club ist kein Schweizer Club. Nein. Sondern? Ich sage es nicht gerne, ich mache den Papu. Bayern München. Und GC. Aber das ist halt das ein bisschen her. So. Ja, ich bin halt treu. Bayern München. Ja. Und GC ist mein Club. Und in Bayern München bist du dort auch ein gern gesehener Gast? Ja, also Udo Lattek Dings ist Trainer. Da bin ich 5-mal eingeladen am Bayern München-Fest. Also wie ein Weihnachtsessen. Da haben sie mich immer eingeladen. Toll. Und die hat mich mal im Oktoberfest gesehen, als ich da mit dem Gartenschlauch am Montanara gespielt habe. Und der hat mich gerade eingeladen. Der Schweizer, der muss zu uns kommen und so. Ich bin immer eingeladen, im Käfer. Ja, richtig geschickt erst noch. Ja. Wir haben es von den Tierchen gehabt. Du hast gesagt, du hast Vögel. Du hast ein grosses Herz für Tiere. Ja, ich tue Tierchen pflegen schon seit die Schule gegangen. Ich konnte nie Vögel sehen, die am Boden gelegen sind und einen Flügel gebrochen haben oder so. Und dann habe ich die immer heimgenommen. Ich hatte das Glück, im Dorf haben wir den Herrn Stemmler, der war bekannt. Er war im Butlerzoo Direktor und der Bruder Langmüssen. Der hat auch Mäusebussard in Milan gepflegt und der hat mir alles ein bisschen gezeigt, wie man das macht. Und dann hatte ich immer so 20, 30 Vögel und junge Entchen und Hesen und Geissen. Und jetzt haben sie ein bisschen verteilen, wie es zu viel geworden ist. Ich bis über 100 Tiere. Also was denn für Kostgänger alles? Geissen hast du gesagt, Vögel, so habe ich vorhin gesehen, Pfauen gibt es. Ja, ja. Also Kraut und Kabis. Oh, ja, Kevin, ja. Eine Kreie, die erst noch offensichtlich. Ich denke, Marito, da rein. Eine Kreie, die offensichtlich sehr an dir hängt. Die habe ich aber auch Flügel, die ist wieder Retto gekommen. Die habe ich jetzt nicht eingesperrt, die Voliere.
Also, sie ist auch ab dem Baum gekommen, nicht mehr recht können fliegen. Dann hat mir ein paar Tage gelüttet, dann habe ich die aufgezogen. Und sie ist natürlich zahm geworden. Die hat eben immer so... Immer so hat sie mich gerüsst, wenn ich auch noch probiere. Mhm. Das Tier geben dir sehr viel, aber du hast noch eine andere Leidenschaft, die nicht alle kennen. Und du sammelst Kraut und Kabis. Ja, Kabis schon nicht gerade. Ich habe ja. ich habe immer Zeug genommen, und ich sehe, die Leute vorgehalten haben und habe viel geholfen zu zügeln. Und dann habe ich halt alles selber aufpoliert und so und habe etwa 500 Sackmesser und etwa, ja, ich habe mal 20 wieder so Lex gehabt. Aber ich habe wieder verkaufen für die WM und für die EM, oder? Aber genau, natürlich wieder verkaufen, Sackmesser auch wieder. Und wo bewahrst du das denn alles auf? Also wie viele Tonnen Material gibt es denn bei dir daheim? Ja, jetzt habe ich nicht mehr so viel, aber ich habe mal etwa 20 Tonnen gehabt. Bitte? Ja, 20 Tonnen. Ich habe eine Dampfmaschine, jeden Einachs habe ich mal zeitweise gehabt, dann etwa 8 Traktoren und so. Ja, okay. Kann schon. Und das alles im Schlafzimmer? Nein, ich hatte eine Halle gemietet, im Baugeschäft, eine große Halle, die leer war. Und dann hatte ich noch eine Scheune nebenzu vom Pflegeeltern. Und was führt dich dazu, dass du etwas möchtest haben, zum Sammeln? Ja, die Freude einfach, weil ich etwas zu basteln habe, weil ich immer etwas machen muss. Mhm. Ich kann nicht umhauen, ich muss immer etwas machen. Und restaurieren, und das gefällt mir. Und die Leute sagen, wenn ich Besuch habe, die haben eine Freude. Oder? Die haben gesagt, guck mal, die Kaffeemühle, die Schreibmaschine hat ohne meine Großmutter gehabt. Und ich habe so viele verschiedene Sachen. Freude machen den anderen, ja, das ist etwas Wichtiges für dich. Mhm. Es hat im Leben Phasen gegeben, wo es dir nicht so gut gegangen ist, weil der Alkohol der beste Freund war. Ja, da ist ein bisschen einen Schluck nehmen. Ja, gerne. Das ist. Wir stoßen an zusammen, sagt er. Ja, das ist, was ich hier erfahren habe, dass nicht meine richtigen Eltern sind. Es ist ja noch etwas passiert. Ein Todesfall gegeben, der Familie, die ich gesehen habe. Und nachdem ist mir dann etwas schlecht gegangen. Und dann bin ich in Alkohol gegangen. Dann habe ich vom Bau geschafft, gar gehörtelt noch und so. Dann haben wir natürlich ein bisschen Kiste Bier gesoffen am Feierabend und Kaffee Lutz und so, wie es war früher noch. Und dann habe ich also, ich sage nicht wie lange, aber etliche Jahre getrunken, bis ich Patrizia kennengelernt habe, die Freundin, die auch da ist. Seit 35 Jahren? 36. 36, ja. Entschuldigung. 36 Jahre. Seid ihr verlobt? Ja. Ja. Warum nicht heiraten? Wieder so viele, die ich kenne, die wieder geschieden sind. Ich spiele auch an der Hochseite. Ja, und ein paar Jahre später. Aber an der Scheidung spielst du nicht. Nein. Okay. Und wir sind eben so lange zusammen verlobt. Und heiraten kann jeder, aber so lange verlobt sie ist natürlich. Aber genau, das ist eine Leistung. Halt den Optimismus und wir trinken lieber Wasser als tonnenweise Bier. Und vielleicht gibt es ja doch einmal eine Hochzeit. Ja, mal ein Gläschen oder ein Bier, so, dann müsste schon, aber nicht sehen, oder? Eben. Und vielleicht kommt aus der Verlobung doch noch mal eine Hochzeit raus. Ah ja, wenn ich 40 Jahre verlobt bin, dann überlegen wir es mal. Gut. Also, wunderbar. Gut. Danke vielmals, Sidi. Alles Gute. Ja, okay. Danke. Schön. Das nimmst du schon gerade mit. Dankeschön. Ja. Ein richtiges Unikum. Ja, und mein letzter Gast ist eigentlich wirklich ein berühmtes Gesicht. Und allen, wenn ich sage, die deutsche Popgruppe namens Die Prinzen, die seit einer halben Ewigkeit eigentlich immer als grosser Hallenschlager unterwegs ist, er ist ein Teil davon. Und zwar die Bassstimme und der Mann jeweils am Keyboard. Aber die wenigsten wissen von ihm, was er in den letzten 15 Jahren durchgemacht hat. Und zwar im Zusammenhang mit der Tatsache, dass seine grosse Liebe, seine Frau Silva, sich das Leben genommen hat. Das war für ihn so ein Einschnitt, dass er lange gebraucht hat, um wieder daraus rauszukommen. Jetzt hat er sozusagen als Therapie ein Buch geschrieben und erzählt uns ein bisschen, was ihm alles geholfen hat und wie er mit dieser Tatsache umgegangen ist. Herzlich willkommen, Jens Sempner. Jens, eigentlich Ihr ganzes Erwachsenenleben haben Sie als erfolgreiches Mitglied der, ja, kann man sagen, einer der erfolgreichsten Popgruppen Deutschlands erlebt. 7 Millionen CDs verkauft, Hallen gefüllt, 300 Tage auf Tournee gewesen pro Jahr. Im Rückblick, was ist Ihre Bilanz von dieser Zeit?
Also wenn man in dieser Zeit erstmal drin ist, also diese 300 Tage, das ist nicht nur Tournee, das ist Studio, das sind Fernsehauftritte, Radiosendungen und so weiter und so fort, dann ist man in diesem Flow drin, in diesem Trott drin. Das ist das, was man sich gewünscht hat all sein Leben lang. Also ich habe angefangen, Musik zu studieren, musste das Studium aus Erfolgsgründen abbrechen. Ja, also das ging einfach nicht mehr, weil wir, wie gesagt, 300 Tage im Jahr unterwegs waren. Und nach all dieser Zeit und nach dem, was dann passiert ist, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen über den Sinn dessen, was man da so getan hat. Und dass man vielleicht auch ein bisschen egoistisch seinen Weg verfolgt hat und sein Ziel verfolgt hat. Und natürlich auch immer mit der Prämisse, dass man gesagt hat, du, ich bin halt derjenige, der das Geld verdient. Ich bin halt derjenige, der hier uns das bringt, was wir uns immer erwünscht haben und erhofft haben. Aber das ist halt im Leben nicht alles. Sie sind in der DDR aufgewachsen, ja. Mit 20, ein bisschen mehr, in einer Disco eine ebenso junge Röntgenassistentin kennengelernt. Also für die meisten in diesem Alter wäre das so ein Flirt gewesen. Für Sie war das die Liebe des Lebens. Was hat Sie so sicher gemacht, dass das die richtige Frau ist? Erstmal muss man sagen, ich war ja in einem Knabenchor. Das heißt also, der Umgang mit Frauen war mir jetzt nicht so geläufig, wie das vielleicht anderen ist, die so eine gemischten Klassen haben. Also wir haben reine Jungsklassen gehabt. Das war einfach so, weil wir viele Wochen und Monate auch Tourneen gemacht haben und so. Und deswegen konnte man mit dem normalen Schulbetrieb nicht mithalten und so. Das heißt also, Frauen, die erste Frau, die ich gesehen habe auf dem Schulhof, hatte ich so einen knallroten Kopf gekriegt, dass ich also war völlig hin und weg und das wäre für andere völlig normal gewesen. Nein, ich war dann in dieser Diskothek und dann stand sie halt da mit ihrem damaligen Freund und sie hatte eine Ausstrahlung, das kann man schlecht in Worte fassen. Also es war etwas, was mich angezogen hat. Und Tage später war ich wieder in dieser Diskothek und da stand sie alleine da und dann ging natürlich das ab, was dann bei den meisten abgeht, völliges unsicher Zittern, erstmal noch ein Bier trinken, noch einen Schnaps, bevor ich Hallo sage und sowas. Aber die Taktik war klar. Also ich musste dann irgendwie dahin. Also wir haben uns irgendwie magisch angezogen gefühlt und das hatte ich noch nie in meinem Leben. Sie haben dann auch geheiratet, Familie in dem Sinne gegründet und wollten Kinder, aber das hat nicht geklappt. Ja. Wie hat das die Beziehung belastet? Naja, es ist halt logischerweise in einer Beziehung möchte man Kinder haben, also so kenne ich das zumindest zu 90% und das war auch bei uns so der Fall und das hat auf normalem Wege halt nicht funktioniert und so, dass wir dann gesagt haben, wir gehen den Weg der künstlichen Befruchtung und haben uns dann Termine bei Ärzten geholt, haben uns checken lassen und haben dann die ganze Prozedur gemacht und das zog sich alles über einen gewissen Zeitraum von anderthalb Jahren bis zwei Jahren. Und man kann jetzt nicht so einfach sagen, das hat geklappt oder das hat nicht geklappt. Sondern man muss sich halt das Psychische vorstellen, wie das ist, wenn der Arzt anruft und sagt, das dritte oder das vierte oder das fünfte Mal, es tut mir leid und so. Also das Zusammenbrechen ist immer ein heftigeres, als es vorher war. Also das steigert sich dann extrem rein, sodass ich dann irgendwann auch gesagt habe, du pass auf, das macht uns jetzt kaputt, das ist nicht gut. Es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die haben keine Eltern, denen geht es schlecht. Und dann lass uns einfach mal da gucken, dass wir so Kindern etwas Gutes tun. Die haben dann zwei Kinder adoptiert, oder ja. Mindestens eines dann definitiv. Dann eine Weile später kam dann dieser schlimme 17. November 2001. Was ist an diesem Tag passiert? Ich bin an dem Tag von der Bambi-Verleihung gekommen. Und war noch, wir haben einen Preis bekommen und alles in Partystimmung. Euphorisch, wie das dann so ist, und komme am nächsten Tag nach Hause. Auf dem Weg nach Hause hatte ich auch noch eine geniale Lead-Idee, wie das eben in unserem Beruf so ist. Und wenn man die hat, dann muss man die verhaften, dann muss man sofort an den Computer, muss man das einspielen, muss die Idee sozusagen zu Papier bringen. Das habe ich dann gemacht. Und bin also nach Hause gekommen und habe einfach so ein kurzes Hallo erstmal in den Raum geworfen und sage, ich muss mal ganz schnell sowas machen. Und an diesem Tag war der Geburtstag meiner Mutter, zumindest die Feier, und wir wollten 18 Uhr dort sein. Und ich schaue dann auf die Uhr und das war halt schon 18.30 Uhr.
Und dann bin ich halt nach unten gerannt und habe gesagt, du, wir sind schon so spät. Und dann hat meine Frau gesagt, dass sie nicht mitkommt. Und die Kinder saßen auch da. Und dass das so nicht geht. Also, dass ich so nach Hause komme und. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt in meinem Beruf so, wie ich das halt so, vielleicht hätte ich so nicht sagen sollen oder auch nicht. Man macht sich halt Vorwürfe im Nachhinein. Und habe dann gesagt, dann fahre ich dann alleine zu der Geburtstagsfeier. Und das im Nachhinein, ja, fragt man sich oder sagt man sich, was wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, okay, gut, dann lassen wir diese Feier und bleiben zu Hause. Das ist halt, der Mensch ist halt ein Mensch, weil er manchmal falsche Entscheidungen trifft. Die Silva hat in dieser Nacht dann Tabletten genommen. Ja, wir haben, wie gesagt, gefeiert und meine Jacke hing im Schrank und ich hatte das Handy in der Jacke und kam dann nach der Feier, schaue aufs Handy und sehe irgendwie 25 Anrufe in Abwesenheit und dachte ich mir, oh, hier stimmt was nicht. Und habe sie angerufen und dann war sie halt schon ziemlich weit fortgeschritten und hat dann einfach nur noch geröchelt, sodass ich dann einfach ins Auto gerannt bin und bin dann zu ihr gefahren. Und dann habe ich sie noch vorgefunden, habe auch den Arzt sofort angerufen, also den Krankenwagen. Und sie wurde dann abgeholt und dann ging auch alles schief, was schief gehen konnte. Sie wurde ins falsche Krankenhaus gefahren, in ein Krankenhaus dann gefahren, was überfüllt war. Dann wieder in ein Krankenhaus gefahren. Auf dem Weg dorthin wurde das Toxologische Institut angerufen. Die haben dann festgestellt, dass das nicht nicht tödlich sein kann, diese Dosis, die sie genommen hat. Also dementsprechend haben sie auf die innere Abteilung gelegt, also auf die völlig falsche Abteilung. Und dort ist sie dann gestorben. Und das, ja, kann man im Nachhinein sagen, es waren alles unglückliche Umstände. Aber mir hat ein guter Freund auch gesagt, vielleicht auch um mich zu trösten, hat gesagt, wenn man das Schicksal so herausfordert, kann es eben passieren, dass es schief geht. Sie haben mit dieser Konfrontation des Todes selber einen Absturz erlitten. Ja, also es war dann, ich hatte noch die zwei Kinder im Haus und es war die Nacht zum Nikolaus und ich habe das Haus geschmückt, so wie das meine Frau immer gemacht hat, weil man will das natürlich genauso machen. Und ich habe dann ganz spät, als das Haus dann fertig geschmückt war, plötzlich einen absoluten Zusammenbruch bekommen, bin in ein tiefes Loch gefallen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal erlebt hat oder nicht in solchen Situationen war. Das ist etwas ganz Schreckliches. Also das ist etwas, der Körper zittert. Du weißt nicht mehr, ob du stehen, sitzen, liegen sollst. Und in dem Moment war für mich klar, ich beende die Sache jetzt hier. Und im Prinzip wollte ich meiner Frau folgen. Ja. Und Sie haben selber einen Versuch gemacht zu sterben? Ich habe selber einen Versuch gemacht, habe die dreifache Menge genommen von dem, was meine Frau gemacht hat. Nur wussten die Ärzte natürlich dann gleich, was sie falsch gemacht haben bei meiner Frau. Und das haben sie bei mir richtig gemacht. Also Blutwäsche und, was da alles dazugehört. Und ja, ich habe das überlebt und ist auch gut so, dass ich glaube, dass ich da irgendwie noch eine kleine Verantwortung habe oder beziehungsweise auch vielen Menschen etwas mitteilen möchte. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Von unten betrachtet geht es nur nach oben, mein Weg zurück ins Leben, weil das viele Menschen haben mich im Laufe der Jahre darauf angesprochen. Ich habe viele Gespräche geführt. Und sie haben immer gesagt, ja, ich habe sowas Ähnliches erlebt. Ja, in meinem Bekanntenkreis gibt's das. Warum redet keiner drüber? Warum machen Popstars oder was weiß ich, erzählen immer nur das Gute? Weil sie haben wieder eine Villa gekauft oder was weiß ich. Aber das, was das Leben ist, also derjenige, der eigentlich angehimmelt wird von vielen auf der Bühne, dass der vielleicht auch ein völlig, völlig verkehrtes Leben führt manchmal oder dass er einfach mit der Situation des Popstar-Daseins auch manchmal gar nicht klarkommt. Oder? Mhm. Und das sind halt die Dinge, die ich dann versucht habe, den Leuten noch mitzuteilen, dass man das ja nicht macht. Man kehrt ja sein Persönliches nicht nach außen und schon gar nicht, wenn man in der Öffentlichkeit steht. War das Buch eine Art Therapie? Oder wie haben Sie den Weg zurückgefunden in ein positives Leben?
Das ist im Prinzip, also in dem Buch steht das ja auch am Anfang, dass ich also mit Gott extrem hadere. Also ich bezichtige ihn ja dessen, dass er da oben seine Spielchen treibt und was weiß ich und einfach wahllos Leute rausgreift und sagt so, du bist jetzt mal dran. Das war mein allererstes Problem, was ich so hatte. Dann waren natürlich viele Freunde da, die haben gesagt, du brauchst psychologische Betreuung. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, so 20, 30 Sitzungen bei verschiedenen Psychologen. Und es hat mir nichts gebracht, überhaupt nichts gebracht. Und das, was Psychologen immer sagen, sie müssen anfangen... eine Wut zu haben, eine Wut auf die zu haben, Tat des anderen. Auf die Tat des anderen, damit das ist der Anfang deiner Selbstheilung. Das fand ich, also ich, wie soll ich meiner Frau böse sein? Ich konnte das nachvollziehen, dass sie in ein Loch gefallen ist oder dass sie vielleicht auch psychisch Probleme hatte. Aber ich konnte ihr bis heute auch nicht böse sein darüber, sodass ich dann anfing, woanders einen Weg zu finden. Ich habe also mich mit allen Religionen beschäftigt, weil es heißt ja, du schau dich da um und es gibt ein Leben danach und sowas. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, liest du dir das mal durch und bin dann also von allen möglichen Religionen hin und her geswitcht und gemacht und getan. Hatte auch viele Facher bei mir zu Hause, die dann mit mir gearbeitet haben. War auch in Winterthur 3 Wochen mit meinem Sohn in einer Gemeinde, die mich da aufgenommen haben. Und ich habe mich also da doch sehr viel beschäftigt, aber mir hat das nicht viel gegeben. Ich habe Dinge erlebt, ganz viele Dinge, die in dieser Zeit, also Sachen, was am nächsten Tag passiert, Dinge, die später passieren. Ich habe Sachen in meiner Tasche gefunden, da stand drauf, I love you, S. Punkt. Ich wusste nicht, wie das da hinkommt. Ich habe Sachen erlebt, dass das Radio anging und es spielt und unser Lieblingslied wurde gespielt und sowas. Es waren ganz viele Dinge, die passiert sind, sodass ich mir gesagt habe, wie auch immer du zu diesem Gott stehst oder was das da ist, was das ist. Aber es gibt etwas und das ist definitiv so. Also wirst du dahingehend versuchen, dort dein Glück zu finden. Und sind Sie jetzt wieder ein glücklicher Mensch? Ich bin ein zufriedener Mensch, sagen wir es mal so. Eigentlich das Schönste, oder? Ja. Gibt es eine neue Partnerschaft? Ich habe seit 1,5 Jahren eine neue Partnerin, ja, und das funktioniert sehr gut. Und ich denke mal, dass da der Weg schön in der Zukunft sein kann, bin ich mir sicher. Wir auch, wir spüren das. Okay. Vielen herzlichen Dank, Jens. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein darf. Auch für dieses offene Gespräch. Danke schön. Danke, Herr. Danke. Bleiben Sie noch einen Moment. Ja, meine Damen und Herren, mit Liebe und Seele Sachen erleben. Und da kann ich eigentlich nur sagen, neue Geschichten, neue Erkenntnisse, neue Gäste in der Woche und neue Tatsachen vom Tag, nämlich von der Spätausgabe, von der Tagesschau, von meinen Kollegen von dort. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich wünsche eigentlich nur eins, einen tollen Wochenanfang mit viel Optimismus und auch Achtsamkeit. Nicht vergessen. Bis dann. Adieu.